Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Jesus sagt, ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer zu entfachen. Ein Feuer der Barmherzigkeit. Dass wir nicht einander zerfleischen, richten und beschuldigen. Deshalb ist er gekommen, dass wir nach seinem Vorbild leben. Dass wir erkennbar sind als seine Kinder. Wie ein Feuerwerk, wo die Menschen dastehen und sehen, da ist etwas anders, wunderbar. Weiße Weihnachten. Wir haben hier so einen schönen weißen Bäumchen, einen schönen Winterwald hier und es ist einfach schön. Und das gehört so für uns dazu, dieser weiße Winterwald, Verschneiderwald, Verschneidebäume. Aber manche Menschen erleben Weihnachten am Meer bei 30 Grad im Sand. Und ein ganz anderer Eindruck. Und es ist ganz egal, wie wir Weihnachten feiern. Wichtig ist, dass Jesus gekommen ist. Und ich habe mein Thema heute überschrieben mit das Feuerwerk Gottes. Und ich bin so dankbar, dass Jesus gekommen ist. Das ist so wertvoll für uns. Und dieses Ereignis ist nicht irgendetwas, sondern es hat die Welt verändert. Es hat Menschen verändert. Und es wird auch immer so bleiben für die Menschen, die es annehmen, die es ergreifen. Jesus sagt in Johannes 9, Vers 5, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Er sagt, ich bin's, solange ich auf dieser Erde bin, aber nachher nicht mehr. Er war das Licht der Welt, das alles anders erscheinen ließ, als er auf dieser Erde war. Dieses Licht hat damals die Welt auf den Kopf gestellt. Wir wissen, dass Jesus die Finsternis besiegt hat am Kreuz und die Finsternis hat keine Macht mehr. Jesus ist nicht mehr auf dieser Erde, doch das Licht scheint weiter in uns. Es lebt weiter in uns. In uns, seinen Kindern. Und kürzlich hatte ich ein Bild vor meinem inneren Auge, das zu mir gesprochen hat. Dunkle Nacht, ein wunderbares Feuerwerk. Kann sich jeder vorstellen. Und dieses Feuerwerk, die einzelnen Lichter sind wir. Und wie wir es auch so schön hier auf diesem Bild sehen, diese einzelnen Lichtstreifen, diese Lichter sind wir. Wir leuchten in der dunklen Nacht. Wir, die wir das Licht Jesus in uns haben, in uns sichtbar machen. Dieses Licht, das in uns ist, sichtbar machen. Wenn alle Menschen, die Jesus im Herzen haben, leuchten, gibt es ein solches Feuerwerk. Und es ist nicht mehr zu übersehen. So wie wir es hier auf diesem Bild auch sehen. Jeder von uns soll so ein sichtbares Licht sein, das gesehen wird. Wir können uns gar nicht verstecken, wenn wir leuchten. Es geht nicht. Wenn wir leuchten, können wir uns nicht verstecken. Gerade jetzt in der Advents- und Weihnachtszeit soll unser Licht erstrahlen. Das Licht Jesus ist gekommen, dass alle Menschen dieses Licht haben können. Und viele Menschen sitzen in der Finsternis ohne Ausweg, ohne Lösung für ihr Leben.
Und Weihnachten verändert das, weil Jesus gekommen ist für jeden. Matthäus 4, Vers 16. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Menschen, die im Land und Schatten des Todes sitzen, für diejenigen ist Licht aufgegangen. Und dieses Licht vertreibt die Finsternis. Es vertreibt auch die Finsternis in deiner Seele. Viele Menschen haben Angst und es ist dunkel um sie herum. Sie wissen nicht, wie es weitergehen soll und sie plagen oft Gedanken wie, ich habe alles falsch gemacht. Niemand will mich und niemand mag mich. Oder du bist ein Versager. Ich bin ein Versager. Zukunftsängste, wenn man keine Perspektive mehr sieht. Und viele Menschen wissen nicht mehr, was sie tun sollen, weil so viel Verwirrung ist. Lass dieses Licht in deine Seele scheinen und es wird hell. Hoffnung kommt, Vertrauen kommt, Klarheit kommt. Dieses Licht wird dich aufrichten, wenn du deinen Fokus auf Jesus setzt und nicht auf die Finsternis dieser Welt. Richte deinen Fokus auf Jesus aus. Lass Jesus dein Herz verändern, dass Friede einzieht. Jesus sagt selber in Matthäus 5, Vers 14 und 16, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Und du bist eines dieser Lichter. Dein Licht soll gesehen werden. Dein Licht soll leuchten. Christen sollen nicht verborgen sein. Und das erklärt genau dieses Bild mit dem Feuerwerk. Wir sollen leuchten und jeder Lichtstrahl ist einer von uns. Jeder von uns ist so ein Licht in diesem Feuerwerk. Und die Menschen stehen in der Dunkelheit und schauen auf dieses Licht. Die Bibel beschreibt uns sogar als Himmelslichter. Habt ihr das schon einmal gelesen? Wir sollen leuchten wie Himmelslichter. Es soll ein Unterschied sein zu den Menschen, die Jesus nicht kennen. Zu den Menschen, die in der Finsternis stehen. Und wir sind erkennbar als Kinder Gottes. Philipper 2, Vers 15. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und unverdorben seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Ist das nicht wunderbar? Wir dürfen, wir sollen leuchten wie Himmelslichter. Und wenn wir an Jesus festhalten, können wir solche Himmelslichter sein. Mitten in der Dunkelheit leuchten wir. Und aus diesem Text geht es auch um Vorbild in der Welt zu sein. Und wie sieht man das? Tut alles ohne Murren und Zweifel. So oder dann sind wir ein Vorbild inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, so wie es hier heißt. Murren und Zweifel, das sind Dinge, die uns manchmal einholen im Alltag. Wie oft sind wir unzufrieden, wenn Gott nicht das tut, was wir denken? Manche Menschen haben sogar eine Wut oder Zorn
auf Gott oder über Gott. Und sie denken, er kümmert sich nicht um sie, wie es ihnen geht. Zweifel raubt uns unseren Glauben und unser Vertrauen in Gott. Zweifle nicht an Gottes Liebe. Er kam, weil du so wertvoll bist in seinen Augen. Und du bist ihm wichtig. Lass den Teufel keine Zweifel in dein Herz säen. Richte deinen Fokus auf Jesus. Himmelslichter sind wie ein Feuerwerk. Jeder betrachtet gerne so ein Feuerwerk und freut sich daran. Aber Jesus geht noch einen Schritt weiter. Und das lesen wir in Lukas 12, Vers 49. Und da heißt es: Ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer zu entfachen. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen. Dafür ist er gekommen, dass in unserem Herzen ein Feuer brennt. Jesus möchte dieses Feuer in uns anzünden. Aus Licht wird Feuer. Leidenschaft für Jesus, wenn dieses Feuer in uns brennt. Es soll sichtbar werden wie ein Feuerwerk. Und ich glaube, wir brauchen dieses Feuer in unserer heutigen Zeit. Dieses Feuer strahlt Wärme aus, die wir weitergeben können, die wir unserem Nächsten zuteil werden lassen können, wo die Menschen sehen, dass es bei uns anders ist. Gottes Liebe, die sichtbar wird in unserem Leben. Sichtbar, indem wir anderen Menschen Gnade schenken. Nicht Verurteilung, sondern Gnade. Barmherzigkeit, so wie Jesus es uns vorgelebt hat. Wie barmherzig war er doch zu vielen Menschen. Das sehen wir überall im Neuen Testament. Wenn jemand etwas falsch gemacht hat, hat er nicht verurteilt, sondern vergeben. Der Charakter von Jesus zeigt sich auch in der folgenden Geschichte. Die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde, und sie fragten Jesus: Was sagst du dazu? Sie fragten hinterlistig, um es nachher gegen ihn zu verwenden. Johannes 8, Vers 6 bis 11. Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe zuerst den Stein auf sie. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten. Und er wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr: Frau, wo sind jene? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr: So verurteile auch ich dich nicht. Jesus war anders, barmherzig. Die anderen wollten Strafe. Strafe für diese Frau, die gerade erwischt wurde. Jesus hat nicht gesagt, dass es richtig war oder dass es egal ist, sondern er sagte nur zu ihr: Tu das nicht mehr. Was für eine Gnade. Vergebung, wenn wir etwas falsch gemacht haben. Und wir dürfen kommen zu jeder Zeit, wenn wir irgendetwas auf dem Herzen haben.
Welche Steine haben wir oft in der Hand, um zu werfen? Worte, die verletzen. Anklagen, weil wir doch total Recht haben. Emotionen, die Druck erzeugen. Verurteilung, was Schuldgefühle auslöst. Oder abwertende Gesten. Ach, was willst denn du? Das sind alles Steine, die wir werfen können auf andere. Jesus hat nur gesagt, wer ohne Sünde ist, werfe zuerst den Stein. Was tust du, wenn du denkst, dass jemand auf dem falschen Weg ist? Bombardierst du denjenigen mit deiner Meinung oder bist du barmherzig mit Vergebung? Hätte Jesus die Situation bejaht, wäre es falsch gewesen in den Augen der Pharisäer. Und hätte er sie verneint, genauso. Er hat ihnen ihre Meinung gelassen und hat nicht mit ihnen diskutiert. Die einzige Lösung war praktizierte Liebe, Barmherzigkeit und Vergebung. Das ist auch oft in unserem Leben die einzige Lösung für manche Dinge, barmherzig zu sein und Vergebung zu üben. Sonst sind wir ganz schnell in Verurteilung und Abwertung. Meine Meinung zählt, das ist die richtige und das ist Stolz. Wenn wir dieses Feuer, von dem Jesus spricht, im Herzen haben, können wir auch so handeln wie er. Mit Barmherzigkeit und Vergebung in seiner Liebe. Jesus sagt, ich bin gekommen, um dieses Feuer zu entfachen. Und was braucht man, um Feuer zu entfachen? Etwas Brennbares. Und die Bibel spricht oft von Salbung, vom Öl des Heiligen Geistes. Ohne dieses Salböl wird unser inneres Feuer nicht brennen. Und schon im Alten Bund wird von diesem Salböl, von dieser Salbung gesprochen, und zwar prophetisch über Jesus. Jesaja 61, 1. Der Geist des Herrn, Herrn, ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Das hat sich bestätigt. Als Jesus auf dieser Erde war, war der Geist auf ihm, er war gesalbt und das Feuer brannte. Und hier lesen wir auch, wozu er gesandt wurde. Vers 2 und 3. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott, zu trösten alle Trauernden, den Trauernden Zions Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben. Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Was für eine Perspektive! Gnade und Barmherzigkeit aus jedem Satz. Und er will sich durch uns verherrlichen. Und das alles ist eingetroffen. Auch die Salbung, die Jesus hatte, hat er uns weitergegeben, indem er den Heiligen Geist gesandt hat. Durch diese Salbung kann das Feuer in unserem Herzen brennen. Und dadurch bekommen wir seine Liebe und seine Barmherzigkeit und seine Vergebung anderen gegenüber
in unser Herz. Wir haben vorhin gelesen, dass Jesus sagt, ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer zu entfachen. Ein Feuer der Barmherzigkeit. Deshalb ist er gekommen, dass wir nach seinem Vorbild leben. Dass wir erkennbar sind als seine Kinder. Wie ein Feuerwerk, wo die Menschen dastehen und sehen, da ist etwas anders, wunderbar. Dass unser Herz erfüllt ist von diesem Licht, diesem Feuer und seiner Barmherzigkeit. Dass wir nicht einander zerfleischen, richten und beschuldigen. In Johannes 8, Vers 15 sagt Jesus, ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemand. Jesus führt immer zurück auf den Weg der Barmherzigkeit. Und das Herz des Menschen ist oftmals auf Rache aus. Aber das ist nicht das Wesen des Feuers, das in unserem Herzen sein soll. Jesus vergleicht das Reich der Himmel mit Öllampen. Und hier sehen wir, wie wichtig das Öl für unser Leben ist, das Öl des Heiligen Geistes. Ohne Öl kann dieses Feuer unseres Herzens nicht brennen. Jesus deutet darauf hin, dass es letztendlich darauf ankommt, ob wir Teilhaber des Reiches Gottes sind. Jesus erzählt ein Gleichnis von 10 Jungfrauen und sagt, dass es mit dem Reich Gottes sich genauso verhält wie mit diesem Beispiel. Jesus nennt Menschen töricht, die dieses Öl nicht haben. Und wir brauchen dieses Feuer in unserem Leben. Matthäus 25, 1-4. Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und ausgingen dem Bräutigam entgegen. 5 aber von ihnen waren klug und 5 töricht. Die, welche töricht waren, nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Es gibt einen Anteil von Menschen, die sich nicht bemühen, dieses Feuer am Brennen zu halten. Es brennt eine Zeit lang und gerät dann in Vergessenheit. Man denkt nicht mehr daran. Und dann kommt irgendwann eine Zeit, in der man dieses Feuer dringend braucht. Das Feuer macht uns fähig zu stehen, wenn schwierige Zeiten kommen. Dieses Feuer beinhaltet Weisheit, Klarheit, Unterscheidung, Erkenntnis und alles, was wir in schwierigen Zeiten brauchen. Und in dem Gleichnis sehen wir auch, dass jeder selber nach seinem Öl schauen muss. Niemand kann jemand anderes ins Reich Gottes bringen. Das ist eine Entscheidung von jedem Einzelnen. Eine Entscheidung des Herzens, deines Herzens. Jeder muss sein eigenes Öl haben und sein eigenes Feuer. Das Ende dieses Gleichnisses ist nicht schön. Die törichten Jungfrauen ohne Öl werden abgewiesen. Sie durften nicht mit zum Hochzeitsfest. Und das ist ein Bild auf das Hochzeitsfest des Lammes, zu dem auch wir eingeladen sind. Hier sehen wir, wie wichtig für uns dieses Öl des Heiligen Geistes und dieses Feuer ist. Jesus ist gekommen, damit wir es haben können. Er ist gekommen, um ein Feuer anzuzünden in deinem Leben. Weil wir ohne dieses Feuer das Ziel nicht erreichen. Aber es ist deine persönliche Entscheidung.
Es ist deine Entscheidung, ob du Öl hast oder nicht. Was ist Weihnachten für dich? Einfach ein Fest mit Geschenken und gutem Essen? Oder die Freude, dass Jesus gekommen ist, um uns all das zu bieten, was das Reich Gottes ausmacht? Weihnachten beinhaltet dankbare Freude. Sei so ein Himmelslicht gerade in dieser Weihnachtszeit. Lass dein Licht leuchten in dieser dunklen Welt. Amen. Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist. Es ist so ein Vorrecht, dein Kind sein zu dürfen. Danke, Jesus, dass du jeden Einzelnen siehst heute, der ein offenes Herz hat für dich. Der sagt, ja, ich will leuchten in der Finsternis. Ich will leuchten, dass die Menschen es sehen. Und ich will ein Teil dieses Feuerwerkes sein, das strahlt in der dunklen Nacht. Amen. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.